Gott. Lieber Andi, herzlich willkommen hier in Bern in der Quelle. Schön, dass du bei uns bist. Wunderbar, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Sehr schön, du hast dann gleich einen Vortrag hier bei uns. Ja, Vortrag und Jenseitsdemo. Sehr schön, da freuen wir uns. Gut. Ich habe dir ein paar Fragen, du kannst einfach frei beantworten, wie du gerne möchtest. Okay. Die erste Frage wäre, was gefällt dir an deiner Berufung am meisten? Boah, also am meisten gefällt mir, dass ich extreme unternehmerische Freiheit habe, dass ich mit den medialen, sensitiven, spirituellen und meditativen Fähigkeiten Menschen begleiten kann. Sehr viele Menschen haben nach einem Meeting eine andere Aussicht oder andere Möglichkeiten. Man kann sehr viele Muster lösen. Und das, der schönste Teil meiner Arbeit ist eigentlich, dass ich unterrichten kann. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ich war gerade an einer Medialitätswoche im Aargau, Luzern, gerade so an der Grenze. Und in 3 Wochen bin ich in München an einer Woche. Und es ist einfach schön, wenn man Menschen eine Woche lang begleiten kann und über die Wochen und über die Jahre die Transformation, dass sie mehr zu sich finden, stärker werden, mehr zu sich stehen können, das ist schon extrem befriedigend. Das macht mir schon sehr Spaß und eben ich kann es mir weitgehend zeitlich einteilen. Ich habe mein Büro bei mir zu Hause, das heißt, ich muss 2 Stockwerke vom Bett runter ins Büro und da kommt dann auch 2 Mitarbeiter und meine Partnerin arbeitet mit und sie ist auch in der Firma mit dabei. Sie ist jetzt Co-Lehrerin und macht alles mit mir mit, war jetzt auch in der Woche Lehrerin und gibt auch Sitzungen und ist einfach wirklich total cool. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, fast alle Wünsche, die man haben kann an einem Beruf, sind dabei und es ist jedes Mal eine extreme Inspiration und Erfüllung, weil jede Sitzung und jeder Kurstag, auch heute Abend, ich sehe dann, wer da ist und dann starte ich mit dem, was dann da ist, zusammen mit der geistigen Welt, mit meiner Intuition und es ist jedes Mal so ein Spiegelbild von dem, was ich zeigen möchte, was es gibt, was für Möglichkeiten das Universum den Menschen bietet. Spannend. Also es ist ziemlich cool, ich finde es geil, was ich mache, ich würde es wahrscheinlich wieder machen und ich finde es toll, wenn ganz viele Leute so Ausbildung machen und das dann auch machen, weil auch wenn man denkt, es gäbe jetzt schon einige Medien, viele haben eine aus meiner Sicht mangelhafte Ausbildung, viele sind viel zu esoterisch und dogmatisch, aber es hat viel zu wenige, unterm Strich hat viel zu wenige, die Menschen auf diese Art begleiten, dogmafrei, religionsfrei, einfach nur den Menschen da abholen, wo er ist. Spannend. Das macht mir Spaß. Sehr schön. Immer wie immer kurz und bündig. Das war eine tolle Antwort. Was macht dich zurzeit glücklich oder fröhlich? Also ich habe jetzt gerade heute den Schlüssel für mein neues Haus mit meiner Partnerin übernommen. Ich werde am Dienstag einziehen. Sie kommt eine Woche später mit ihren 2 Töchtern. Also das ist jetzt für dieses Jahr und für nächstes Jahr sicher ein absolut krasses Highlight. Was macht mich noch fröhlich? Es ist einfach zu sagen, was mich nicht fröhlich macht. Bußen, das ist so ziemlich das Letzte, was mich wirklich nervt. Ansonsten habe ich ein überaus erfülltes Leben. Also ich müsste mich bemühen, mich wirklich zu beklagen. Es läuft alles super schön. Corona kann sich jetzt endlich mal verpissen. Also das merke ich natürlich auch auf allen Ebenen. Sehr viele Sachen. Ja. Ja, auch mein Auto, meine Harley. Ich reise gerne und meine Aussichten sind rosig. Ich schreibe gerade ein neues Buch, das dann im Frühling rauskommt. Eins kommt jetzt dann die nächsten Wochen raus. Also ja, wir machen jetzt dann einen Online-Kurs, auf den freue ich mich auch. Da machen wir über 150 Stunden Online-Unterricht, wo man mit den Leuten dann interaktiv arbeiten kann. Also wirklich geil. Sehr viel. Ja. Super. Never boring. Sehr schön. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten, wenn du etwas auf den Weg geben könntest? Ich habe es erst mit 22 gemacht, meine erste Weltreise. Ich würde vielleicht das nächste Mal mit 20 gehen und dann gleich mal ein Jahr in ein buddhistisches oder Yoga-Kloster. Einfach mal ein Jahr lang Fresse halten und die innere Weite finden. Das würde ich das nächste Mal früher angehen. Aber wie alle, ich muss das erst mal finden und es brauchte bis Mitte 20, bis ich es gefunden hatte. Ja. Ansonsten
Spaß haben, Freude haben, nicht zu viel diskutieren, nicht streiten, keine lebensgefährlichen Sachen machen, weil wie länger man lebt, wie länger kann man an seiner eigenen spirituellen Entwicklung arbeiten und sonst Spaß haben und nochmal Spaß haben. Schön. Ja. Sehr schön. Der Ernst kommt früh genug. Ja. Dann schon die letzte Frage. Magst du es, wenn man dir Fragen stellt? Ja, das mag ich sogar sehr. Ich mache es das seit über 25 Jahren und viele Fragen höre ich schon zum 300. Mal, 500. Mal. Und ich sehe dann, wenn so eine Frage kommt, da ist ja dann eine Seele, die andocken möchte, die etwas verstehen möchte. Und ich bin jedes Mal wieder frisch, wie das erste Mal. Ich finde das jedes Mal wieder frisch, ich finde das jedes Mal wieder schön, wenn solche Fragen kommen, medialer Natur, spiritueller Natur. Das ist erfüllend für mich. Da spüre ich dann, da passiert was, da geschieht was, das ist einfach nur schön, ja. Ach, schön. Ja, absolut. Das war wirklich ganz toll, auch für mich, deine Antworten, sehr inspirierend und okay. Fröhlich. Ja, so ist das Leben. Also ja. Vielen, vielen Dank, dass Gerne. Du kurz die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall. Viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank. Danke. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss.